geehrte Frau Stadtverordnete, Frau Stephen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Ich hatte vorher schon gemeint, ich hatte das Gefühl, wir sind keinen Schritt weiter, aber ich fühle mich noch mehr bestätigt. Ich dachte tatsächlich, dass was in den letzten Monaten passiert ist, dass da auch ein Beratungsbedarf war, dass irgendwie, dass man sich traut, das so groß auf Plakate zu schreiben. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Zeichen, dass da ein Umdenken ist, oder wenn ich mal auf das Kommunalwahlprogramm der SPD verweisen darf, wo groß draufsteht, lernfähig, da sehe ich in dieser Debatte wirklich gar nichts. Es gibt diese Erklärung, Herr Hoppe hat es gesagt, von den Sozialverbänden seit 2013, dass die Lage angespannt ist. Und was ich jetzt höre, wofür wird der Antrag gestellt, dass der Magistrat im Mai vorstellen soll, was er macht? Sie haben es doch gerade selber aufgezählt. Wieso wollen Sie es denn dann nochmal hören? Sie haben doch gerade genau genannt, dass doch eigentlich alles läuft. Wird doch eigentlich genug gemacht. Ich frage mich nur, wo diese Wohnungen sind, weil ich kenne allein so viele Leute, die eine Wohnung suchen und keine finden, weil sie eben auch Leistungen vom Jobcenter angewiesen sind. Und da haben wir auch eine ganz konkrete Zahl. Wir haben gesagt, wie hoch die Miete sein soll, nämlich so, dass wenn man vom Jobcenter abhängig ist, dass man dann auch eine Wohnung findet. Das muss ja auch der Maßstab sein. Wenn das Jobcenter sagt, das sind die angemessenen Werte für eine Wohnung, natürlich soll eine Wohnung gut sein, dann müssen natürlich auch die Grenzwerte des Jobcenters entsprechend hoch sein. Aber wenn man sich die Wohnungen anguckt, die man dafür bekommt, das sind nicht alle gut. Und da muss sich aber was ändern und da reicht es nicht irgendwie nur so langsam Sachen zu machen. Also es gibt diese, es gab gerade ganz viele Dankesreden an den Seniorenbeirat für die tolle Arbeit, die der macht. Ich habe mich dann nicht extra nochmal gemeldet, aber ich schließe mich dem an, dass der Seniorenbeirat eine wichtige Arbeit macht, aber da reichen nicht nette Worte als Dankeschön. Da ist doch ganz klar gesagt worden, die Altersarmut steigt, die Ungleichheit steigt und das bezahlbare Wohnen ist gerade auch für ältere Menschen eines der größten Probleme. Da kann man doch nicht sagen, läuft schon, wir machen ja da ein Projekt und da ein Projekt. Ja, dann hören Sie doch mal zu, hören Sie doch den Mieterbund zu, hören Sie doch dem DGB zu, hören Sie doch den Sozialverbänden zu, hören Sie Ihren eigenen Ortsbeiräten zu, hören Sie den. Jetzt habe ich Ihnen ja gerade zugehört, deswegen stehe ich ja auch nochmal hier. Aber gut, Salzmann wurde in der Welt der Investor ist abgesprungen, nicht wegen Sozialwohnungen. Entschuldigung, das Thema ist für viele ziemlich emotional, weil es bei ganz vielen um die Existenz geht. Denn Investor ist abgesprungen bei Salzmann, nicht wegen den Sozialwohnungen, sondern weil die Rendite dann nicht hoch genug war. Vielleicht wäre ein anderer Investor da besser gewesen. Herr Kieselbach, wenn Sie sagen, Sie wollen mehr Zahlen und so bekommen, dann würde ich Ihnen auch empfehlen, dem Antrag der Grünen tatsächlich zuzustimmen. Da steht ja auch drin, dass Finanzierungs- und Umsetzungskonzepte vorgestellt werden sollen. Es gibt nämlich auch sehr viel mehr als Bremen, es gibt auch die anderen Städte. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas auch finanzieren kann oder wie Investoren sowas finanzieren können oder wie man sich die richtigen Investoren ranholt für eine zukunftsfähige Stadt. Und dann kann man natürlich sagen, man kann nicht immer auf andere Städte verweisen. Klar, Kassel ist einzigartig, ist beim sozialen Wohnungsbau ja auch einfach ein bisschen weiter hinten. Dann kann man aber trotzdem sagen, man kann sich abgucken von den anderen Städten, dass man zu dem Thema was tut. Und ich finde wirklich, es wäre allerhöchste Zeit, dazu anzufangen.